Ja, hallo und willkommen zusammen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder weitermachen in der Episode 3. Wir spielen jetzt mit Astrid. Und was ist gewesen? Ja, Molly hat uns gefunden, hat uns in ihr Bauernhaus geschliffen, ein wenig gepflegt, ein paar Klamotten haben wir von ihr bekommen. Und inzwischen haben wir auch eine Karte, zum Glück. Und ja, das heißt, wir sind hier, Molly Scheune, das ist das Bauernhaus, was ich erwähnt hatte. Das ist ein Außengebäude, idyllisches Tal. Und da sollen wir hin. Ja, dann der Weg sieht jetzt nicht so weit aus. Dann würde ich behaupten, wir sind relativ ausgeruht. Und die Temperatur ist auch ganz in Ordnung. Nur mal schauen, in welche Richtung das ist. Ja, und Pfeilspitze zeigt dahin, das heißt, wir laufen genau falsch, also in die falsche Richtung. Wir müssen also irgendwie. Was? Okay. Ist ja gut. Ist hier noch einer? Nein! Oh. Los. Komm. Ah. Das ist doch gar nicht gleich am Anfang hier. Noch einer. Nein. Ah, zu spät. Ich habe die Waffe nicht mehr gekriegt. So. Ja, hau ab, lauf. Oh. Gibt's doch wohl nicht. So, mal schnell schauen. Haben wir irgendwelche Gebrechen? Hey, der ist doch irgendwo ganz nah. Da. Erwischt. So. Also mit Will hatte ich immer erzählt. Also aus Spaß bringe ich hier garantiert niemanden um. Also keine Tiere, gar nichts. Und ja, jetzt haben wir unseren ersten Wolf. Und das war ja nun wirklich nicht aus Spaß. Okay, komm, her damit. Ah. Puh, für die Aufregung, das muss sich lohnen. Und zurück. Das kannst du behalten, brauche ich nicht. Ui. Okay, also nochmal schnell Karte. Und wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Weiß. Aber wir sollten vielleicht doch schon die Straße nehmen. Ja, das sieht schon besser aus. Ja. Was? Oh nein, uns ist kalt. So Ja, cold. okay. Ich habe verstanden. Schnell Feuer. Und wir haben alles dabei. Komm. Astrid, mal gucken, ob du dich besser anstellst mit Feuer machen. Oh. Ermutigend. Na, komm, hopp. Okay, das sieht gut aus. Nicht schießen jetzt, eh? Aha, gut. Bisschen was rein. 3 Stunden, ja. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Holz verschwendet. Naja, gut. Hauptsache, uns wird warm. Und ich lasse die Wölfe uns auch in Ruhe. Mit der Tageszeit aus. Okay, es wird gleich dunkel. Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor es dunkel wird. Das wäre toll. Bisschen schnell aufheizen wäre schön. Bisschen mehr vielleicht. Nein. Okay, da gucken wir jetzt mal nach den Klamotten. Haben wir ein bisschen Zeit. Und wir haben erstmal Schmerzen. Uah. Gut. Kleidung gucken wir gleich nach. Was brauchen wir denn? Ah, wir gucken einfach hier, genau. Die sind schon angefangen, verwenden. Verstaubt. Jo, hier haben wir Schmerzen. Nehmen wir noch die Schmerztabletten. Hui. Nicht ablegen, nein.
So, was haben wir hier? Haben wir den Verband benutzt. Okay. Geht's uns jetzt wirklich besser? So. Unter Kilo-Risiko. Gut. Ein bisschen was trinken wäre nicht schlecht. Ich möchte vom Feuer jetzt hier aber auch nicht weggehen, um das Auto zu durchsuchen. Ja, wir gucken mal, was wir da haben. So. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob das trinkbar war. Ich hoffe ja. Wimpel haben wir keinen Durst mehr, das ist ja schon mal gut. Oh ja, warte mal, Moment. Da war doch was. Kochen. So. Und gleich wieder ablegen. Und schon ist es fertig. Ja. Dann machen wir gleich noch eins davon. Halt, ja. Gleich beide fertig. Das hatte ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. So. Ja, weglegen. Na, komm. So. Gut. Weglegen. Und jetzt noch was dunkel. Juhu. Und das Feuer ist aus. Nein, genau im richtigen Moment. Ja. Okay, wir laufen mit der Fackel weiter. Egal. Gut, warm genug ist uns auch. Ja, gegessen habe ich jetzt nichts. Okay. Denk, nicht. So. Ups. So, dann wollen wir noch mal schauen, dass wir da schnell hinkommen. Astrid, du schaffst es. So, lauf, lauf, lauf. Ah. Gut. Mal gucken, wie weit. Ja, wir gucken mal schnell auf der Karte. Oh, wir haben doch schon ein beträchtliches Stück geschafft, würde ich sagen. Gut. Jetzt einfach ausgeruht. Ja, ein bisschen geht. So. Ja, wie auch im letzten Mal erwähnt, also mehrere Aufgaben mache ich meistens, manchmal auch nur eine. Manche sind sehr langwierig, dass ich dann gerade mal eine Aufgabe schaffe und für die nächste Aufgabe, die dann kommt, erst in der nächsten weitermache, um das einfach nicht, ja, kein Content Stretching bzw. das Content einfach irgendwo in eine normale Länge zu halten. Und das war ja beim letzten Mal auch. Und hier auch noch mal gucken. Nö. Ups, na, komm raus. Ah. Lauf, lauf, lauf. Ich höre die Würfel. Das gefällt mir gar nicht. Denn Nacht und mit der Fackel in der Hand werden wir wohl kaum schießen können. Und wenn wir die Waffe nehmen, würde ich jetzt mal so ins Grüne tippen. Werden wir wahrscheinlich die Waffe loslassen müssen. Also nicht sehen. Karte. Okay. Wir haben es ja schon fast geschafft. Super. Okay. Lauf, lauf. Ja, momentan gibt es hier leider nicht so viel zu sehen, außer dass es mit den Schneeflocken richtig schön aussieht. Ich muss immer wieder ein bisschen staunen, wie schön das hier im Spiel ist. Und feststellen, wie ich es doch eigentlich vermisse, in der Natur auch mal wieder zu sehen. Okay,
von der Jahreszeit jetzt momentan. Wir gehen auf den Sommer zu, also das wird wohl mit Schnee nichts werden, aber egal. Vielleicht im nächsten Winter mal. Der letzte war ja auch nicht so toll. Also zu sehen gibt es hier wirklich gar nichts. Nochmal in die Karte gucken. Okay, gut, das sieht gut aus. Nein, das wollte ich nicht. Ein Pickup dieses Mal. Also ein Auto. Nein, auch wieder nichts. Dann raus hier. Und laufen. Ja, wir müssen sehr viel laufen. Das war auch in Episode 1 und 2 schon. Da hinten sehe ich ein Feuer. Das ist doch bestimmt unser guter alter Bekannter. Wie heißt er doch gleich? Nö, glaub nicht. Na, das Auto lasse ich jetzt aus. Nö. So. Was? Ach, wir sind schon da. Nö, eigentlich nicht. Oder? Eigentlich sollten wir doch dahin. Naja. Gut. Dann eben halt jetzt hier. Das Haus untersuchen. Na gut. Gut. Okay. Quantenbeschleuniger, Zündbündel. Ein Buch. Hier im Spiel zum Verbrennen, würde ich behaupten. Hier noch finden, was zu trinken. Ja. Also wir sind hier nicht bei der Bücherverbrennung, das ist ganz klar. Aber hier im Spiel ist es, soll ich sagen, nützlich. Und ja, nehmen wir den mit. Wir nehmen den mit. Da können wir nichts machen, da auch nicht. Schubladen kennen wir noch. Und will. Einfach mal durchsuchen. Ich höre da jede Menge Husten. Und ja. Eine Lupe. Ich würde sagen, nö. Dann gucken wir mal. Ja. Schon besser. Haben wir wieder nichts. Hier auch. Stopp. Na, das nehmen wir mit. Das auch. Okay, die vorherige noch. Ja. Also zum Feuer machen würde ich sagen, ist das gar nicht schlecht. Rein da. Okay. Ja, irgendwie. Hier liegen welche herum. Da ist noch ein Schlafsack. Okay. Der ist 86% in Ordnung. Was ist mit... Ui. Oh. Verwenden. Ja. Das lassen wir mal. Stellen wir gleich noch einen Verband her. Ja, wir stellen noch einen Verband her, wenn wir noch was haben. Ja, haben wir. Haben wir nicht? Doch, haben wir. Wir haben es eh nachts, also momentan sieht es so aus, dass es ganz gut ist, dass wir das noch schnell fertig kriegen mit Verbänden und so weiter. Durchsuchen wir hier auch erst oder gehen wir zu dem, was ist denn das, älteren Herrn? Jo. Ich durchsuche. Noch hat er uns nicht bemerkt. Kann, glaube ich, nicht schief gehen. Ja, ein Jagdmesser. Schön. Mit Will hat man ja nur so
komische Metalldings, ja, was auch immer halt. Nehmen wir den auch mit. Ah, was? Also das sieht hier ein bisschen aus wie eine Küche. Das Einzige, was wir finden, ist Stoff. Naja gut, okay, Messer haben wir ja auch gefunden. Ach, mitnehmen. Ach, komm. Hier muss doch noch mehr Nützliches sein. Ich kann gar nicht glauben. Es soll einfach nicht sein, dass wir hier was finden. Finde ich jetzt nicht so lustig. Denn gewohnheitsmäßig von meiner ehemaligen Ausrüstung, also mit Will. Ja, den nehmen wir auch mit. Wenn wir Wasser kochen wollen, also herstellen müssen, also abkochen müssen, dann würde ich sagen, ist ein Topf ganz gut. Da können wir gleich 2 Liter machen. Und einfach Verbände. Klauen wir irgendwie alles weg. Was werfen? Achso, nee, meine Fackel. Die Kiste aufmachen. Ja, sehr gut. Ja, nö, eigentlich nicht gut, weil ist ja eh nichts drin. Da ist noch eine Tür. Halt, Moment. In der Küche war auch eine Tür. Ah, gut. Verlassen wollen wir es nicht. Da ist ganz gut, dass es abgeschlossen ist. Ja, ein Klo. Wasser. Komisch, mit dem Will haben wir immer Wasser gekriegt. Sehr Squatch. This stuff will come in handy. Auch mit. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich rechne damit, mich öfter zu verletzen. Mit der Astrid. Okay, jetzt gucken wir mal. Hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site? How did you know about the... The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago. I'm far from here. No, no. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. Versuchen wir es erstmal mit wo. What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3 or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. Eben there? So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe 6 people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? Schneesturm? How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor.
we get some of the harshest weather on all of Great Bear. But it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the roads clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Dann werden wir mal schauen. Oh, Kapitel 2, gefallener Stern. Alles klar. Na, dann fangen wir doch mal an. Mit dem da. Können wir überhaupt was machen? Hallo? Hallo? Hallo, Mister. Oder ist eine Frau? Keine Ahnung. Rücken. Nö. Irgendwie passiert dann nichts. Na gut. Okay, weiter. Nächste. Hä? Wir sollen die doch untersuchen. Wieso? Wieso redet ihr nicht mit mir? Hallo? Hallo? Na gut. Ah. Chloe. Let's see what's wrong here. Doch mit uns, das ist doch gut. Unterkühlung, ja gut, was soll ich jetzt machen? Rubbeln? Keine Behandlung erforderlich. Gut, okay. Gut, gut. Dimitri. Let me have a look, okay? So, was können wir da tun? Insulin. Hm. Wo nehme ich jetzt ein Insulin her? Hier auch was rum. Hm. Die Kiste hat mir schon geschaut. Gut, nächste. Was? Let's see what's wrong here. Ah ja, Wasser. Leiden behandelt, das können wir tun. Feeling better now? Ja, trinken sollten wir allerdings auch mal. Franklin. This might be serious. Okay. Keine Behandlung erforderlich. Hm. Okay. Wir können nichts machen. Was? Da hinten lag auch noch jemand. Hab ich den übersehen? Ach, der steht jetzt woanders. Aha. Bennett. Let's see what's wrong here. Ja gut, da können wir auch nichts machen. Hm. So. Da ist nichts, okay. Oh, Winston. Let me have a look, okay? Ja gut, unter Kühlung können wir wieder nichts tun. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Also in der nächsten Folge, nicht in der nächsten Episode. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte es euch gefallen haben, nehmt doch noch ein Abo mit, aktiviert die Glocke, dann seht ihr immer, wenn ich was Neues habe. Kommentiert und bewertet. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!